Da hüpfst du einmal und dann kriegst du ganz viel Knete. Kann die hässliche Ente und der misslungene Hund eigentlich auch was aufsammeln? Die können auch was aufsammeln, aber... Willst du mich verarschen? Ja, die können es aufsammeln, bis auf Items. Ach so. Ja, das Geld krieg eh immer ich, weil das ja eher so das Gruppengeld ist und... Kasse verwaltest du? Ja, ich verwalte die Kasse. Ich hau's für jeden möglichen Scheiß raus. Du lässt dir dann neue Schuhe von der USA importieren, weil es die Größe in der Gruppe gibt. Ja, speziell angefertigte Clownschuhe. Kriegst du nur dort. Inge. Die Trendfarbe. Ja. Erinnert mich ein bisschen an London McDonald, keine Ahnung warum. Jetzt mal ohne Witz. Komm mal nicht mit dem Scheiß. Also stehen wir schon wieder in der Bude drin, was willst du die ganze Zeit hier? Weil ich zu faul bin, einmal außen rumzulaufen, um hier hochzukommen. Und dann ist die Bude so eine Art Abkürzung. Ja, ja, komm, halt's Maul und zieh dich. So. Nein, nein, nein. Oh, ich bin so schlau. Jetzt mal ohne Witz. Naja. Bringt wenigstens etwas Erfahrung. La 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 la. Ah, ich finde das so schön unnötig. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass du nicht wirklich weiterkommst. Es geht. Ich stelle mich nur zu doof an und komme nicht mal richtig da lang, wo ich will. Ich muss ja einfach nur hier hoch und durch das Tor, was ich vorhin geöffnet habe. Wieso steht in diesen ganzen Läden niemand drin? Weil sie Schiss vor den Herzlosen haben. Ah, aber du kannst dir die ganzen bunten Teller klauen. Könnte ich, theoretisch. Oh, da unten steht Jafar. Und Jasmin. Sieht nicht gut aus für mich. Es kommt eine Zwischensequenz, keine Sorge, du musst nichts sagen. Yes! Aber ich sollte hier schon mal vorbereiten, weil es wird... Es kommt jetzt ein harter Kampf und ich habe keine AP mehr. Ich muss irgendwas ablegen. Brauche ich Purzelbaum? Brauche ich. Unbedingt. Rotator. Ich brauche alles. Das ist uncool. Dann mache ich Rotator weg. So. Was ist das? Rotator, dann näherst du dich deinem Ziel und führst einen heftigen Rotationshieb aus. Das war eine schöne Definition. Hat kaum so geklungen, als hättest du das irgendwo abgelesen oder so. Überhaupt nicht. Du steckst deine Ziele etwas zu hoch, oder Junge? Zurück in dein Loch, Ratte. Ich verbiete dir, die Prinzessin noch länger zu belästigen. Jasmin! Es tut mir so leid, Aladdin. Genie, hilf Jasmin, bitte. Noch ein Wunsch übrig. Du machst es mir wirklich sehr leicht. Tut mir leid, Junge. Dein zweiter Wunsch wurde abgelehnt. Ha? Tut mir leid. Und jetzt? Lebt wohl, ihr Ratten. Zum Angriff. Jetzt wird's unschön. Oh, die Augen von dem Kerl machen mich fertig. Seine Mimik ist ein bisschen komisch. Kommt das wieder mit seinen Augen? Ich finde das, was er gekippt hat. Ich wollte zusammenreißen. Ah, zu geil. Ich mag diesen
Ja, Sonic Stoß. Das ist diese perforierende Ability. Aber oh, ich mag diesen Gegner nicht. Ja. So, Goofy hat auch ein Level up. Sehr schön. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass Donut irgendwie mal als erstes drauf geht. Ja, er ist einfach unterpowered. Und er kann halt kaum was, das ist sein Problem. Und ich sollte mich heilen, bevor ich hier verrecke. In der Tat. Ja, in der Tat. Okay, jetzt sind beide tot. Das ist nur umso besser. Oh, Donald, diese unfähige Ente. Ja, was soll man tun? So, jetzt kommt wieder ein Sonic-Stoß. Einfach weil ich es kann. Und ich zu faul bin, normal anzugreifen. Und ja, kurz vorm Verrecken bin. Ich sollte Goofy heilen. Wer braucht Goofy? Weil wenn ich Goofy heile, kann der Magie austeilen, wenn er welche hat. Dann kann ich mit Magie weiter rumblödeln. Und weitere Sonic-Stöße machen. Ja. Ach, dafür brauchst du Magie. Ja. Klingt komisch, ist aber so. Und ich sollte... Oh, verdammt. Komm, das war jetzt wirklich uncool. Also, mal ganz im Ernst. Okay. Ja, ich bin schlecht. Ich glaube, das geht gerade lang genug. Ich glaube, den Kampf brauchen wir jetzt nicht extra aufzunehmen. Und wir fahren da fort, wo... Wenn wir ihn besiegt haben, oder? Diese hässlichen Vier? Ja. Okay. Also würde ich mal sagen, bis nachher. Ja, da sind wir wieder. Haben dieses Vieh besiegt und eine Gedande erhalten. Auf in die Wüste! Kommt! Schnell! Gott, wenn du diese Lache gehört hättest. Ich glaube, es ist besser, dass ich es nicht gehört habe, weil wenn ich zum Lachen anfange, dann höre ich nicht mehr auf. Die Lache war einfach nicht mehr schön. Das ist ein Accessoire, das du ausrüsten kannst. Und das dir bestimmte Eigenschaften verleiht. Zum Beispiel, dass du mehr HP hast. Oder sonst was, keine Ahnung. Hängst du die Gelande als Feld um den Hals und hast mehr HP? Ja, das ist anscheinend die Logik des Spiels. Hängst du die Gelande um den Hals, wirst du stärker. Ah, shit. Kann ich nicht sinnvoll verwenden. Aber Goofy kann was gebrauchen. Braucht generell ein bisschen was für Abwehr. Gelande. Hängt sich die Gelande um den Hals. Scheiße, dass sie das nicht animiert haben. Sehr zu geil. Und nein, ich habe gerade nicht Aladdin seine Ausrüstung geklaut. Würde ich niemals tun. Weißt du? Oh. Läuft Aladdin mit dir mit oder was? Ja, ich kann ihn, wenn ich lustig bin, mit in die Gruppe holen. Dafür müsste ich jemand anders rausschmeißen, aber. Ich hab keinen Bock. Vor allem, weil ich nicht mehr weiß, wann vielleicht irgendwelche Trio-Tags kommen. Ich brauche halt die drei Lustigen hier. Hier brauche ich halt... Mit Donald ist scheiße. Ja, vor allem mit Donald ist scheiße, mit dem kannst du nichts machen, aber ohne den kannst du keine Trio-Tags. Und deshalb... quäl ich mich nicht so immer wieder mit Gruppentausch rum. Trio-Tags, über das Wort will ich auch nicht länger nachdenken, wenn ich ehrlich bin. Ist Freiheitstechniken. Da hüpfst auch einfach nur auf der Stelle, rennst gegen die Wand, keine Ahnung. Mehr ja. Machst du nicht. Aber Dreiertechniken, weißt du?
Ah. Herrlich. Jetzt fliegen die einfach wieder irgendwo hin. Nicht irgendwo. In die Wüste, wo wir vorhin waren. Dann ist es eiskalt wieder dunkel. Ja, ja. Ja. Vor allem, wenn wir jetzt zurückgehen würden, wäre es sofort wieder hell. Richtig instant. Sehr logisch. Total. Ich will nicht weitergehen, weil ich weiß, der Kampf, der jetzt kommt, dauert auch wieder Ewigkeiten. Yay! Du freust dich. Das heißt, wir beenden diesen... Nein, du gehst jetzt davor und machst den Kampf. Was? Du machst den Kampf jetzt. Oh Mann, das dauert wieder eine halbe Stunde. Willst du uns wirklich alle auf die Folter spannen? Millionen Zuschauer werden sich denken... Was tust du? Warum spannst du uns wieder auf die Folter? Damit ihr den nächsten Teil guckt. Sinn der Sache. Okay. Deshalb, Dings, hier, ne? Sagen wir mal. Tschüss. Bye bye. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Part. Tschö. Tschö.